Was ist das? Ja, moin moin Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Hier schreit eine Frau. Warum schreit hier eine Frau? Es kommt zuerst von rechts und dann von links. Ist hier eine Banshee unterwegs? Nee, oder? Bergflosshütten. Habt ihr auch schon mal eine Frau schreien hören? Ich noch nicht, also in der Realität schon. Aber nicht hier. Was war das für ein Geschrei? Und wieso hat's aufgehört? Mein Controller vibriert. Wieso geht die Tür automatisch zu? Wieso jetzt nicht mehr? Was ist hier los? Eine schreiende Frau? Türen, die sich einfach alleine schließen, dann ein Erdbeben verursachen? Bergflusshütten Gästebuch. Brandon und Laurine Aaronholt. Der perfekte Ort für ein erholsames Wochenende. Wir kommen bald wieder. Die Jefferson, die Kinder sind scheiße. James, Blake, Allison, Stephanie, langweilig. Die Taylors, alles in allem ein sehr billiger Ort. Jackson und Beverly Head, unheimliche Geräusche. Streuende Bären kommen nachts gefährlich nahe und ich könnte schwören, die Bilder an der Wand haben den Platz gewechselt. Das war unser letzter Besuch. Irgendwas an diesem Ort stimmt nicht. Die Tür ist wieder zu. Was ist hier los? Wieder ein Erdbeben. Der Schrei und dann ein Erdbeben. WTF? Beschwerde an die Bergflusshütten. Guten Tag, hier spricht Gabe Ramses und ich hinterlasse diese Nachricht, um das Park- und Grünflächenamt von der schrecklichen Erfahrung zu unterrichten, die meine Familie und ich diese Woche in den Bergflusshütten durchmachen mussten. Wir hatten uns alle auf einen schönen Wochenendausflug in die Wildnis gefreut. Aber nach dem ständigen Beben in den Hütten, den Nagetierschwärmen und den haarsträubenden Schreien sind wir jetzt noch gestresster als zuvor. Meine Söhne waren so durcheinander, dass sie schworen, die Bilderrahmen an den Wänden hätten sich wie verrückt gedreht. Mit meinen Steuern wird euer Gehalt finanziert. Ich verlange also eine Entschädigung. Ansonsten könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass mein Geld bei der nächsten Wahl woanders landet. Und noch etwas. Schwingt gefälligst eure faulen Ärsche hierher und räumt den Müll weg. Der Ort ist vollkommen verdreckt. Ich weiß, dass alle Angst vor einem Atomkrieg haben, aber das heißt nicht, dass es hier so aussehen muss, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Vor allem dazu muss es doch irgendwelche Hinweise geben, oder ist das der Wind, der durch die Bäume pfeift? Soll es ja auch geben. Hey Rita, du schläfst gerade und genießt deine letzte Nachtruhe für Gott weiß wie lang. Da dachte ich mir, dass ich was für dich aufnehme. Damit du an mich denken kannst, während du in der Feuerwache von Charleston eingesperrt bist und für die prestigeträchtige Gelegenheit trainierst, dich mit dem Rest dieser Irren von den Feuerteufeln kopfüber in ein paar Bergwerksbrände zu stürzen. Hey, aber ganz ehrlich, kein Responder wäre besser für diese Truppe geeignet als du. Vergiss bei diesem tollen neuen Training nur nicht die Grundlagen.
Überprüf immer, ob alles dicht ist. Wenn was passiert, heißt es stehen bleiben, hinlegen und rollen. Die Reihenfolge ist wichtig. Und vor allem, lass dich nicht anschmoren. Dein jetziger Anblick gefällt mir immer noch am besten. Kranker Typ. Komm, gehen wir hier weg. Hier gibt's anscheinend nichts. Ist einfach nur unheimlich Hütten. Verrückt. Weißt du? Ich habe mich hier hingestellt, hab die Folge für gestern vorbereitet. Und plötzlich höre ich dann nur so ein Kreischen und ich dachte, wow, was ist hier los? Oh, dabei war das bespielt. Es war schon unheimlich. War schon unheimlich. Vor allem, wenn man so das erste Mal dahin geht. Nur leider ist da wieder der Fehler, dass es da einfach nichts gab. Das heißt irgendwie eine Geschichte dazu oder irgendwas. Aber gab's ja nicht. Was? Kiesgrube? Kriegt man da raus? Erstmal machen wir ein Foto. Einige würden behaupten, da bekommt man Kies raus. Nichts. Es existiert eigentlich nicht. Ah, cool. Betonbruch. Ah. Na gut. Brauchten wir eh. Wenn du das hörst, wurde einer unserer Protektrons kompromittiert. Vielleicht durch dich. Oder vielleicht warst du einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist auch egal. Diese Welt wird nicht besser, wenn wir einander nicht helfen. Ja. Wir nicht versuchen, die Leute zu beschützen. Die Responder brauchen... Aufseher. Das, was... Nathalie hat schon wieder eine Atombombe gezündet. Wieso kam der hier gerade angeflitzt? Habt ihr das auch gesehen? Ich habe mich ja nicht umsonst umgedreht. Der kam mir gerade durchgeflitzt. Crazy shit. Es geht hier in diesem Wald ab. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ja, ich bin hier nicht mehr in der Nähe. Ich dachte, man kann nur einen Atomschlag pro Woche machen. Wir sollten natürlich jetzt schon zwei. Oder haben wir quasi die Zeit überschritten? Verdammt! Nein! Ah! Endlich mal wieder einen Mottenmann gesehen und der haut ab. Verflucht. Drei Monate hat es gedauert, bis wir ihn wiedergefunden haben. Und jetzt ist er einfach verschwunden. Scheiße! Ärgerlich. Nee, wir brauchen halt noch Mottmann-Flügel, aber ich glaube, das werden wir niemals zusammenkriegen. Ein Feuerhut. Patronen. Ein Blutpaket. So, der erste Feuerhut. Das heißt, hier in der Nähe wird es mehr geben. Wahrscheinlich sind meine anderen Sachen bereits schon verfault. Haut ab, Mann! Was wollt ihr von mir? Ich bin hier nur, um Feuerhüte zu sammeln. So, zwei Feuerhüte brauchen wir noch. Frage mich, ob der Frosch in meinem Beutel auch so langsam vergammelt. Gibt's hier Schnappriert? Ja. Du bist doch Schnappriert, oder? Nein? Kann ich hier nicht mal dieses Blutbad aufheben? Ich dachte, es wäre Schnappriert. Gut, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wissen wir nicht, was schnappriert ist. Jetzt schwören können, dass es schnappriert. Oder schnapsriert. Suchen wir erstmal die Pilze zusammen und dann gucken wir nochmal gemeinsam, was schnapsriert ist. Weil ich hätte schwören können, das wäre es gewesen. Ich hatte es schon mal eingesammelt, aber ich habe schon wieder vergessen, was es ist. Ich habe gedacht, das wäre dieses Schilfrohr. Hätte ich echt gedacht.
Jetzt, ist es das leider nicht. Okay, wir müssen jetzt in die andere Richtung, sonst laufen wir wieder doppelt. Kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen was von dem Zeug zu finden. Ich glaube, das war noch nicht durch. So, wie haltbar bist du? Alles klar. Und das Blutblatt? Ah, Viertel schon weg. Geil. Die Prognose steht schlecht, dass wir es schaffen. Ach, du bist nur dieser komische Bot. Der Holzbot. Ich wollte gerade sagen, oh, der Elch, das Alien. Nein, das ist es nicht. Okay, wir müssen. Habe ich da gerade. Nee, es war was anderes. Wir müssen, glaube ich, mehr in die Richtung. Ich kann mich entsinnen, dass wir in der Richtung da hinten, wenn wir von hier aus dahin gehen, da sehr viele Feuerhüte gefunden habe. Jetzt müssen wir ganz genau aufpassen. Zwei Stück, Leute. Zwei Stück. Mehr will ich in meinem Leben gar nicht. Wahrscheinlich bin ich schon an fünf vorbeigelaufen. Wie ich mich kenne. Und das Event mit dem Leuchtturm, das kann ich anscheinend auch vergessen. Seitdem dieses Update da ist. Oh, ein Feuerhut. Ja, seitdem halt so weniger Events laufen, habe ich so das Gefühl, dass es gar nicht mehr kommt. Oder sehr unwahrscheinlich ist. Ich habe zwar schon zwei, dreimal hintereinander dieselben Events gesehen, aber dieses Leuchtturm-Event. Nö. Das kommt nicht. Was ist denn hier los? Junge. Auf zu lecken. Ja, bist du ein Feuerhut? Oh, verarsch mich halt. Und Feuerhut. So, wir haben alles zusammen. Sehr schön. Du bist doch Schnapsriet. Jetzt sehe ich doch vom Weiten. Ja. Es heißt aber irgendwie anders. Seltsam, ne? Also eigentlich bräuchte ich jetzt noch mehr Feuerhut, um das hinzukriegen. Und ich wette, mit Honig macht man Antibiotika. Wir sollten was mitnehmen. So, tut mir leid. Weg mit euch. Okay. Also war ich doch gar nicht mal so verkehrt mit dem Schnapsriet. Alle Blutblatt? Weiß zwar nicht wo, aber gut. Allerdings gibt es anscheinend davon nicht sehr viel. Das da hinten war das einzige. Aber wir müssen so an komischen Seen suchen. Das kann ja noch heiter werden. Okay, entweder suchen wir jetzt noch drei Stück. Oder wir verschieben das. Ja, eigentlich müssen wir sowieso zuerst Schnapsriet finden und dann die Pilze suchen, ne? Na komm, gehen wir zurück. Machen erstmal das eine fertig. Junge. Hat das ewig gedauert. Oh. Immer wieder schön, wenn man zu Hause landet und die Welt ist noch nicht geladen, wenn man sich nicht bewegt. Okay. Wir haben alles zusammen. Zeit, ein bisschen was herzustellen. So. Erstmal Froschglas. Boom. Halt, Moment. Ich glaube, jetzt habe ich zwei davon hergestellt. Hä? Rußblume!
Oh Gott. Wir brauchen 6 Feuerhut. Nee, 9 Feuerhut. Oh, was? Wo kommt das denn her? Botanik. Das hat bestimmt Fernie hingemacht. Okay, ja, Jungs. Ich hab Scheiße gebaut. Ich brauche eine verdammte Rußblume. Wo bekomme ich jetzt Rußblumen her? Kacke. Das Leben ist schwer. Okay, wartet kurz. Ja, Scheiße. Das ist jetzt echt kacke. Och nee. Bist du eine Rußblume? Ich glaube, die Rußblume war schwarz, ne? Oh, Rußblume. Blau. Okay. Wir suchen blaue Pflanzen. Oh Gott. Oh, ist das. Oh nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah, komm mal da unten. Ups. Wollte nicht schießen. Jetzt wollte ich endlich schießen. Was ist das? Da leuchtet es grün. Okay, ich treffe nicht. Scheiß drauf. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Rustblumen wir brauchen. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber guck mal. Rustblumen kriegen wir ohne Ende. Glück gehabt, dass wir die direkt vor der Tür haben. Ja gut, dann 9 fucking Feuerhut. Okay, laufen wir erstmal zurück. Oh, ich krieg jetzt schon das Kotzen, Leute. Oh, 9 Stück. Oh. Warum können die nicht so leicht wie die Rußblumen sein? Oh. Ja gut, jetzt habe ich die Hälfte der Zutaten ja schon zusammen, ne? Jetzt sollte ich das auch in Angriff nehmen. Nur Schnapsriette, das wird nicht so einfach. Es sei denn, ich mache Serverhopping. Eventuell wird das Schnellste. Ich muss mich nur selber fragen, bist du zu faul dafür, Zero? Serverhopping ist schon anstrengend. So. Okay. Heilsalbe Wald. Bumm. 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 Okay. Ich kann noch mehr herstellen, ne? Ich kann sogar noch 3 herstellen. Aber ich brauche das Blutblatt hierfür. Okay. Sechs Schnapsriette. Und noch 6 Feuerhut. Was mache ich da? Ich weiß es nicht. Ich würde auf Start drücken. Wir sind ja eigentlich. Ja, wir sind auf einer Scheißposition, das ist ganz ehrlich. Schichten am Lagerfeuer, ja. Okay, ich wette, wir finden. Hier ein bisschen was. Oh Gott, ey. Oh nein. Jetzt habe ich mit dem Frosch nichts gemacht, ne?
Aber ich habe jetzt auch kein Froschhabitat hergestellt. Ich glaube, das macht man bei der Wissenschaft. Nee, nicht bei der. Bei hier. Fuchtelstation. Ihr wisst schon. Die Fuchtelstation, wer kennt sie nicht? Ah. So, in welche Richtung wollen wir gehen? Da unten hin. Wir gehen in diese Richtung und finden dann eine Horde Pilze. Ja, Horde. Die leben nämlich zusammen. Wenn es nur so einfach wäre. Ich wünschte ja, man könnte sie einfach irgendwo kaufen. Ich würde das Geld ausgeben für sowas. Ich würde sogar Atome dafür ausgeben. Aber ich bezweifle stark, dass wir das bekommen. Ja gut, unser Ziel ist es, irgendwo einen See zu finden und gleichzeitig ein paar Pilze. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. So, ich glaube, wenn ich da in die Richtung gehe, müsste ich ein paar finden. Soweit meine Erinnerungen richtig liegen. Habe ich da was gesehen? Da ist zwar was rot, aber ich glaube nicht, dass das ein Pilz ist, oder? Nee, ist ein scheiß Auto. Leute, parkt doch eure Autos nicht im Wald. Wie soll man da Pilze suchen? Es sei denn, die Pilze wachsen auf dem Auto. Wäre es natürlich einfach. Bist du schnapsriert? Ja. Du bist ein Einkaufswagen. Jungs? Geht's euch gut? Leiter der Strafanstalt der östlichen Region verständigen. Ja, es ist schön für euch, aber ihr seid ein bisschen zu weit im Süden dafür. Okay, wir haben doch Heilsalbe. Was bringt die Heilsalbe? Ich glaube nicht so viel, ne? 3 Stück nur? TP, 20%. Ja, geil. Billige Stims. Ein Biberino. Weiß nicht, sollte ich irgendwas mit Bibern machen? Ich habe ihn jetzt erstmal erschossen. Nur damit er nicht weglaufen kann. Okay, wir gucken mal ganz kurz. So, was sollten wir mit den Tieren machen? Säugetierkunde. Achso, Brahmin muss ich auch noch. Chemie, Fotografie vielleicht? Ah, das hier können wir noch demnächst machen. Capital Building in Charleston. Gartenbau. Wiederarbeit. Robotik, sammeln, wandern. Wir hätten doch noch irgendwas mit Tieren. Irgendwas mit Tiere. Garten vielleicht? Töte Bläfliegen. Töte Kaninchen. Töte Ameisen. 10 Kaninchen! Zecken und Stechmühle. Ja, gut. Okay. Hast du Glück gehabt, Biber? Du darfst leben. Dein Freund nicht. Sag, du darfst leben. Lauf, Kleiner, lauf. Lauf schneller. Los. Lauf schneller, sagte ich. Ich spritze dir Drogen, damit du es schaffst. Überdosis. So, wo haben wir denn jetzt diese Pilze? Ich vertrödel viel zu viel Zeit, ich weiß. Ich baue halt gerne Scheiße. Hmm.
Wo bin ich jetzt mittlerweile hingelaufen? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Kein Wunder, dass hier keine Pilze sind, wenn ich bin schon zu weit im Norden. Und ja, da waren die Gefängniswächter doch nicht zu weit im Norden, sondern ich war zu weit im Süden. Ich war nämlich zu weit im Norden. So rum wird ein Schuh draus. Habe ich gerade in den Mottenmann gehört? Der wird wahrscheinlich jetzt wieder für 2-3 Monate weg sein, bevor er sich wieder meldet. Schwören hier gerade irgendwas rumgeschrien. Irgendwas verarscht mich. So, weiter Richtung Süden. Ich muss erwarten, dass ich jetzt Richtung Süden laufe. Nicht irgendwelchen Geräuschen hinterher, die mich ablenken wollen von meinen wunderschönen Pilzen. Im Endeffekt brauchen wir wenigstens einmal Schnapsriet, damit die Pilze, die wir jetzt gesammelt haben, noch nicht vergammeln. Das wäre jetzt erstmal noch das Highlight für heute, aber ich glaube, das kriegen wir heute gar nicht mehr hin. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist schon ziemlich spät. Schade. Schade, schade, schade. Oh, ich glaube, ich habe einen gesehen. Nein, war eine verdammte Blume. Weißt du, wieso wachsen die verdammt nochmal überall Blumen, weißt du, aber keine Pilze? Pilze sind doch eigentlich diejenigen, die einfach hier aus dem Boden sprießen, wie sonst was. Blumen sind doch alle sensibel, ne? Soweit ich weiß. Und Pilze sind die Hardcore-Typen, die sich Dark Souls reinziehen. Ja gut, Leute, ich würde sagen, willkommen bei der Müllabfuhr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schaffen wir es eventuell, ja, dieses Heilmittel herzustellen. Ich meine, wer tut sich denn das freiwillig an für ein scheiß Heilmittel? Durch die Gegend zu laufen und was zu suchen. Während der Zeit alles andere in deinem Inventar vergammelt. Was ist das hier übrigens für ein komisches Wetter? Okay. Möglichkeit noch Schnapsriet zu finden. Ja. Ja. Schnapsriet. Ja, 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 ja. Sehr schön. Damit haben wir 4. Insgesamt, glaube ich, ne? Wenn es nur so einfach wäre, jetzt noch den Pilz zu finden. Okay, Leute, wir sehen uns erst in der nächsten Folge. Dann sammeln wir die Pilze auf. Und das ist das Einzige, was uns da noch fehlt. Die Pilze. Oh, geil. Oh, ich sehe da einen Pilz. Den nehme ich noch mit. Oh! Jetzt plötzlich, weißt du, ich will die Folge beenden. Pilz und Pilz und Pilz. Okay, die Ecke müssen wir uns merken. Falls ich mir mal Heilsalbe herstellen will. Oder Heilmittel. Bei Route 64. Oder 46? Nein, 64. Komm. Gib mir Pilze. Jetzt bin ich getriggert. Oh. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, ne? Komm schon. Bin ich aber richtig getriggert. Ansonsten gehe ich jetzt einmal ganz kurz nach Hause und dann stellen wir wenigstens noch das her, was wir gefunden haben. Dann wissen wir, wie viele Pilze uns noch fehlen. Wobei, wir haben jetzt gerade 2 aufgehoben. Wir brauchten 6. Okay. Oh. Oh. Pilzalarm. Oh. Okay, wir brauchen noch 2. Komm, komm, längere Folge, scheiß drauf. Wir kriegen das heute noch hin. Wir kriegen das heute noch hin. Ich spüre es in meinen Eingeweiden. Und fortan waren keine Pilze mehr im Wald. Irgendwas verfolgt mich. Bist du das? Vielleicht sollte ich die Tiere nicht aggressiv machen. Bergwerk am Gaule.
Okay, wisst ihr was? Wir müssen hier reingehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann mit dem restlichen Feuerhut und diesem wunderschönen Bergwerk. Haut rein, euer Zero. Tschüss.